Hallo ihr Lieben! Viele Menschen fühlen sich überfordert, wenn sie mit abstrakten psychotherapeutischen Konzepten und Theorien konfrontiert werden. Ja, so ist das. Da die Psychotherapie sich aber nicht nur unter Fachleuten abspielt, sondern eine Brücke zu dem Patienten, den Nicht-Fachleuten darstellt, steht sie in besonderem Maß unter dem Gebot, verständlich zu sein, sagt mein lieber Lehrer Nosrat Pezeşkian. Eine Verständnishilfe ist das Beispiel, die mythologische Geschichte, das sprachliche Bild. Es enthält Bezüge zu innerseelischen, zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Inhalten und Vorgängen und bietet Lösungsmöglichkeiten an. Losgelöst von der unmittelbaren Erfahrungswelt des Patienten, seinen Widerständen gegenüber der Aufdeckung seiner Schwächen, hilft das mythologische Beispiel, gezielt eingesetzt, eine in mancher Hinsicht veränderte Beziehung zu den eigenen Konflikten zu gewinnen. Und diese Erkenntnis hat Nosrat Pezeşkian schließlich dazu geführt, das bildliche Denken sowie mythologische Geschichten und Fabeln als Verständnishilfen in den therapeutischen Prozess mit einzubeziehen. Und daraus ist dieses wunderbare Buch vor 40 Jahren entstanden, Der Kaufmann und der Papagei. Und in diesem Buch hat Nosrat Pezeşkian ganz viele Geschichten und Fabeln zusammengetragen und auch immer wieder ihre Anwendungsmöglichkeiten beschrieben. Und anlässlich des Jubiläumsjahres, 1979 im März ist es erschienen, 2019 im März wird es 40 Jahre alt, habe ich beschlossen, diese Geschichten vorzulesen. Live auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie, der DGPP. Und heute lese ich eine der Grundlagengeschichten der positiven Psychotherapie vor, nämlich vom Mann, der beschloss, auf einem Bein zu stehen. Die Situation des Kranken und nicht nur des psychisch Kranken gleicht in vieler Hinsicht der eines Menschen, der über längere Zeit hinweg nur auf einem Bein steht. Nach einiger Zeit verkrampfen sich die Muskeln, das belastete Bein beginnt zu schmerzen, er ist kaum mehr in der Lage, das Gleichgewicht zu halten. Doch nicht nur dass das Bein schmerzt, die gesamte Muskulatur beginnt sich in dieser ungewohnten Haltung zu verspannen und zu verkrampfen. Der Leidensdruck wird unerträglich, der Mensch schreit um Hilfe. In dieser Situation treffen ihn verschiedene Helfer an. Während er weiter auf dem einen Bein stehen bleibt, beginnt ein Helfer, das belastete und verkrampfte Bein zu massieren. Ein anderer nimmt sich die verkrampfte Nackenpartie vor und walkt sie nach allen Regeln der Kunst durch. Ein dritter Helfer sieht, dass der Mensch sein Gleichgewicht zu verlieren droht und bietet ihm seinen Arm als Stütze an. Von den Umstehenden kommt der Rat, der Mensch solle sich vielleicht die beiden Hände zur Hilfe nehmen, damit ihm das Stehen nicht mehr so schwer falle. Ein weiser alter Mann schlägt vor, er solle daran denken, wie gut er es eigentlich hat, wenn er sich mit Menschen vergleicht, die überhaupt keine Beine besitzen. Beschwörend redet einer auf ihn ein, er solle sich vorstellen, er sei nur eine Feder, und je intensiver er sich darauf konzentriere, umso mehr würden seine Leiden nachlassen. Ein abgeklärter Alter setzt wohlmeinend hinzu, kommt Zeit, kommt Rat. Schließlich geht ein Zuschauer auf den Leidenden zu und fragt ihn, warum stehst du auf einem Bein? Mach doch das andere gerade und stell dich da drauf. Du hast doch ein zweites Bein. Und das ist eine der Grundlagengeschichten, nämlich die den positiven Ansatz beschreibt. Und ich will euch
heute noch einmal dazu vorlesen, was Nosrat Pezeshkian dazu schreibt. Wenn wir von positiver Psychotherapie sprechen, so soll dies in die Richtung des transkulturellen Denkens deuten. Positiv bedeutet entsprechend seinem ursprünglichen Wortsinn lateinisch positum das Tatsächliche, das Vorgegebene. Tatsächlich und vorgegeben sind nicht nur die Krankheiten und Störungen, die missglückten Versuche, Probleme zu lösen, sondern auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die jeder Mensch besitzt und die es ihm in die Hand geben, neue, andere, vielleicht bessere Lösungen zu finden. Wir versuchten daher, uns nicht an den gängigen Bewertungen von Konflikten, Krankheiten und Symptomen festzubeißen, sondern auch andere Einschätzungen der Störungen zu berücksichtigen und diese in einem neuen Licht zu sehen. Besonders wichtig scheint uns die Überlegung, dass der Patient nicht nur die Krankheit mit sich bringt, sondern auch die Fähigkeit, seine Krankheit zu überwinden. Der Therapeut hat die Aufgabe, ihm dabei zu helfen. Der positive Ansatz versucht, zusammen mit dem Patienten alternative Möglichkeiten, Lösungen zu vermitteln, die bislang jenseits des Bewusstseinshorizontes lagen. Sie erlauben uns, unseren Standort zu wechseln und andere Denkmodelle einzubeziehen als die, die uns in unseren Konflikten noch verstärkten. Ein Beispiel. Wenn der Ehepartner oder Freund fremdgegangen ist, haben wir verschiedene Möglichkeiten, die sich als Lösungen unseres Konfliktes anbieten und die unterschiedliche Folgen nach sich ziehen. Man kann mit dem Schrotgewehr oder dem Schnappmesser Gerechtigkeit und Ehre wiederherstellen. Man kann auch Alkohol trinken und so den Kummer ersäufen. Man kann Drogen nehmen und mit ihrer Hilfe eine bessere Welt suchen. Man kann Rache üben und selbst fremdgehen. Man kann auch, eher unbewusst, mit dem Körper reagieren und das Problem für sich durch Somatisierung, durch eine Flucht in die Krankheit zu lösen versuchen. Man kann auch versuchen, durch Gespräche Verständnis und Einsicht zu erreichen. Vergleichbares trifft auf das Krankheitsverständnis zu. Frigidität beispielsweise wird von der betroffenen Frau und ihrem Partner in der Bedeutung von Geschlechtskälte oder Orgasmusunfähigkeit anders erlebt, als wenn andere, ebenfalls positiv enthaltene Bedeutungen wahrgenommen werden. Eine dieser alternativen Bedeutungen ist, Frigidität ist die Fähigkeit, mit dem Körper Nein zu sagen. Die Wirkung der Umdeutung geht über ein Spiel mit Worten hinaus. Sie betrifft ebenso das Selbstverständnis der Patientin wie die Auswirkungen der Störung auf die partnerschaftliche Beziehung und den Weg einer eventuellen Behandlung. Ähnliches gilt für andere Störungen und Krankheiten. So ist der positive Ansatz für die Medizin, die Psychotherapie, aber auch für den potenziellen Patienten eine Provokation zum Umdenken. Beispiele für den Prozess des Umdenkens bieten uns die Geschichten. Und deswegen lese ich diese Geschichten jeden Tag vor und freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder zuhört. Bis dann, euch einen wunderbaren Samstag.